Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es euch auch so? Kennt ihr diesen Corona-Lagerkoller, der sich in unseren Alltag schleicht? Dieses ungute Gefühl, sich bei Sonne und frühlingshaften Temperaturen nicht einfach mit vielen Freunden im Park treffen oder eine schöne Urlaubsreise buchen zu können. Und dann ist da noch die Doppelbelastung aus Homeoffice und Homeschooling der Kinder. Ja, die Corona-Pandemie trifft uns weiter hart. Aber manche trifft sie noch viel härter als uns. Diejenigen, die bis vor wenigen Tagen ganz ohne Arbeit dastanden, beispielsweise etwa weil sie selbstständig sind. Der kleine Buchhändler, Schuhverkäufer, der Fotograf und viele andere. Für sie ist seit Montag eine fünfwöchige Corona-Zwangspause vorüber. Hoffentlich noch rechtzeitig. Denn welcher Laden überleben wird und welcher nicht, das entscheidet sich erst in den nächsten Monaten. Für Einzelhandelsbetriebe geht es um die nackte Existenz. Die Rücklagen der meisten Händler sind aufgebraucht. Sie mussten weiter Ladenmiete zahlen oder hatten Neuwaren bestellt, die sie nicht mehr absetzen konnten. Deshalb habe ich heute eine große Bitte an euch. Kauft, wo immer möglich, lokal, bei euch vor der Haustür. Stattet dem netten Kioskbetreiber, dem Elektromarkt oder dem Fahrradhändler um die Ecke mal wieder einen Besuch ab und kauft dort, statt bei einem internationalen Versandriesen. Oder ihr schenkt euren Lieben einen Einkaufsgutschein. Das sorgt sofort für Umsatz und hilft den Geschäften in ihrer jetzigen bedrückenden Lage. Viele Einzelhändler bieten inzwischen einen kleinen Online-Shop an. Googelt doch mal, denn auch eine solche Bestellung hilft Ihnen enorm. Wenn wir wollen, dass unsere Innenstädte nach der Corona-Krise wieder erblühen, dann müssen wir unsere Kaufkraft genau jetzt dort einsetzen. Danke für eure Solidarität. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.